Sind die Kinderwunschkurse von Storchgeflüster gut? Kann ich sie euch guten Gewissens weiterempfehlen? Genau darüber habt ihr mich jetzt natürlich schon ein paar Mal gefragt, nachdem ich es schon zwei, dreimal angeteasert habe, dass ich mir die gerade angucke. Und heute möchte ich mit euch über das Kinderwunschkursportal Storchgeflüster sprechen. Storchgeflüster noch gar nicht kennt, klickt einfach unten auf den Link. Ich habe das direkt unten reingepackt in die Beschreibung von dem Video, dann könnt ihr euch auch ansehen, um was es geht. In Kurzvariante ist Storchgeflüster eine Plattform, die Kurse für Menschen mit Kinderwunsch anbietet, Online-Kurse zu verschiedensten Themen. Von Fertility Yoga über Ernährung bis hin zu handfesten Informationen zu Kinderwunschdiagnostik und Kinderwunschklinikbehandlungen etc. etc. Gegründet worden ist das Ganze von der Julia. Und die Julia hat sich tatsächlich vor kurzem, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? Naja, ich habe es euch damals gesagt, bei mir gemeldet und gefragt, ob ich Interesse hätte, an Kursen mitzuwirken. Und dann habe ich mir Storchgeflüster mal angeschaut und dann hat sie mir auch angeboten, mir alle Kurse freizuschalten, damit ich mir das anschauen darf. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch gemacht und die Julia hat mir auch einen Rabattcode für euch erstellt. Der, Überraschung, ihr kennt die schon, ich nehme ihn immer, Babybauch. Ich komme jetzt gleich noch dazu, wie ich die Kurse so fand und was ich euch empfehlen kann, aber die Tatsache, dass ich mir jetzt tatsächlich einen Code von der Julia habe geben lassen, verrät euch schon, dass ich es gut finde, ansonsten hätte ich das nämlich nicht gemacht. Ich habe auch euch nach euren Erfahrungen gefragt. Die allermeisten von euch kannten Storchgeflüster ehrlich gesagt noch nicht. Insofern hoffe ich, dass dieses Video vielleicht auch euch hilft, um sich das mal anzugucken. Erstmal grundsätzlich, wie gesagt, es ist eine Kursplattform, die sich vor allem an Frauen im Kinderwunsch richtet, wobei es neuerdings eben auch einen Kurs zur Frühschwangerschaft gibt. Und Julia hat mir selber auch am Telefon gesagt, dass einfach die Leute, wenn sie dann schwanger waren, gefragt haben, ja Mensch Julia, ob sie auch einen Kurs dazu hat. Und genauso viele von euch haben ja mich schon gefragt und ich habe aktuell keinen Online-Kurs und ich würde, auch wenn ich einen Online-Kurs komplett erstellen würde, dann hätte ich halt den Anspruch, dass da einfach super viele Infos drin sind und ich habe ja noch einen Fulltime-Job, stecke mitten in meiner eigenen Kinderwunschbehandlung. Ich kriege es einfach zeitlich gerade nicht hin, noch nebenbei einen Online-Kurs aufzubauen, der meinen Qualitätsansprüchen gerecht werden würde. Achtung, Cut! Es hat sich schon wieder alles geändert, während ich das Video aufgenommen habe. Ist viel passiert. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende, weil am Ende des Videos gibt es noch ein großes Update zu dem Thema. Deswegen fand ich das dann eigentlich ganz interessant zu gucken, was dann andere gemacht haben. Und auf Storchgeflüster sind halt auch wirklich Experten. Manche davon kennt ihr vielleicht auch schon von YouTube. Ich glaube, fast jeder von euch kennt auch wahrscheinlich Frau Dr. Heidi Gesslinghoff, die ist auch mit dabei. Sie ist aber nur eine von vielen Experten, die dort ist. Da sind zum Beispiel auch noch ein Chefarzt, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ein Chefarzt von einer Kinderwunschklinik hier aus Berlin. Und dann, also abgesehen von verschiedenen Medizinern, sind da zum Beispiel auch Reproduktionsbiologen, wie sie in Kinderwunschkliniken mit den Eizellen und so weiter hantieren. Dann ausgebildete Psychotherapeuten, zertifizierte Ernährungsberater. Und das war das, wo ich erstmal gesagt habe, okay, das ist interessant. Weil das eben nicht nur so, es gibt ja sehr viele Kinderwunschcoaches. Und leider sind davon auch viele nicht unbedingt gut ausgebildet oder kennen sich nicht gut damit aus. Das finde ich immer sehr schade, weil, also man muss ja nicht unbedingt was studiert haben, um das gut zu können, aber es gibt da draußen, also ich kriege tatsächlich auch Nachrichten von Leuten, die mir Kinderwunsch-Coaching anbieten wollen, die sehr seltsam sind. Und das sind schon Leute, die irgendwie Frauen im Kinderwunsch ausnutzen. Und das finde ich, ich weiß gar nicht, wie verwerflich. Das ist der fünfte Kreis der Hölle, definitiv. Wie viele gibt's? Naja, okay, lassen wir mal die Analogie mit den Kreisen der Hölle. Auf jeden Fall finde ich das sehr verwerflich. Und diese Anfragen, die ich da manchmal bekomme, die sind so, weißt du, dass man deine Kinderwunsch, deine Unfruchtbarkeit heilen kann? Ich kann dir helfen und deine Chakren auspendeln. Wo ich mir sage so, danke, wir haben Probleme mit dem Spermiogramm und wir wissen genau, dass eine ICSI unsere Lösung ist. So, aber bevor ich mich darüber aufrege, auf jeden Fall hat mir bei Storchgeflüster eben richtig gut gefallen, dass das wissenschaftlich, dass es wirklich Experten sind, dass sie sehr selektiv darin auch sind, wer das macht. Es ist trotzdem holistisch und gesamtheitlich, weil wie gesagt auch
Heilpraktiker da sind und es gibt auch Fertility-Yoga-Experten und so weiter. Also egal, ob ihr jetzt mehr so auf der Naturheilkundeschiene seid oder eben auf der jetzt wissenschaftlich fundierten Medizinschiene, es gibt beides darin. Dann vielleicht mal ganz kurz erstmal, was gibt es da, wenn ich sage, es ist eine Kursplattform? Es gibt in erster Linie gibt es einen Schnupperkurs, den die Julia selber gemacht hat, wo ihr über 10 Tage lang mal reingucken könnt, was die Inhalte in Storchgeflüster ungefähr sind. Dann gibt es einzelne Kurse, die ihr buchen könnt, wie zum Beispiel den Kinderwunschklinikkurs, auf den ich noch ein bisschen weiter gleich eingehe. Und dann gibt es das Rundum-Sorglos-Paket, bei dem ihr alle Kurse freigeschaltet bekommt für 6 Monate. Mit meinem Code Babybauch kriegt ihr 10 Euro Rabatt. Das ist gerade für den Schnupperkurs, macht das auf jeden Fall sehr viel aus. Und bei einzelnen Kursen ist das auch ein guter Teil. Beim Rundum-Sorglos-Paket wäre es tatsächlich schon nur ein kleiner Teil. Das muss ich euch auch ganz klar sagen. Ich werde euch auch noch nicht voll empfehlen, sofort das Rundum-Sorglos-Paket zu kaufen, aber sich die Kursplattform anzuschauen und sich zu überlegen, ob ein einzelner Kurs oder vielleicht der Schnupperkurs für euch das Richtige ist. Da kann ich schon sagen, dass, also schaut euch das unbedingt an, weil es kommt auf eure eigene Situation an, was für euch relevant ist. Ich habe mir alle Kurse angeschaut, die es gibt und ich habe mich wirklich durch eigentlich alle durchgeklickt. Grundsätzlich, es sind Videokurse, häufig sind noch Textbeschreibungen drin, teilweise gibt es auch noch Checklisten oder Rezepte im Ernährungskurs oder weiterführende Links, aber im Wesentlichen sind es Videokurse und meistens kriegt ihr quasi, die werden euch über mehrere Wochen freigeschalten, es sei denn, ihr wählt so eine Sonderoption, wo ihr direkt alle Inhalte bekommt. Das ist aber häufig auch zu viel. Das ist ganz gut, wenn man das stückweise macht. Und dann würde ich eben immer wieder jede Woche neue Inhalte freigeschalten. Das sind meistens eine Selektion an Videos. Wie gesagt, ist kursabhängig. Manchmal ist auch alles von Anfang an freigeschaltet. Und ihr könnt euch dann eben diese Videos angucken. Und da sind wirklich wahnsinnig viele Informationen drin. Also viele der Videos zum Beispiel in dem Kinderwunsch-Klinikkurs stehen noch auf meiner Longlist of Videos, die ich irgendwann mal machen will. Aber ich sage ganz ehrlich, bis ich die mal alle gemacht habe, die Menge an Videos, die Themen, die es da gibt, allein zu den ganzen Zusatzleistungen, die man in der Kinderwunschbehandlung so machen kann, wollte ich ja eigentlich gerne alles Videos machen. Ich werde auch die noch weiterhin dazu machen, aber es wird eine Weile dauern. Und bis das mal vollständig ist, vergehen noch ein paar Monate. Und deswegen habe ich mir insbesondere den Kurs auch angeschaut und muss sagen, die Videos da drin sind hochqualitativ, wissenschaftlich absolut fundiert und selbst ich, die ja schon sehr viele Bücher dazu gelesen habe, habe echt noch was dazugelernt. Also gerade was die Reproduktionsbiologin da noch alles erzählt hat, das war schon super spannend. Ja, aber bevor ich zu sehr in diese einzelnen Kurse gehe, was ist eben so das Grundkonzept, was ihr da macht. Ihr habt diesen Login und den Mitgliederbereich und könnt euch dann eben da durchklicken durch diese Videos. Von den Themen her habe ich ja schon erwähnt, es gibt einen Ernährungskurs, es gibt auch einen Kinderwunsch-Yoga-Kurs. Ich habe ja auch dem letzten Video zu Yoga und Fertility-Yoga gemacht. Es ist ein sehr guter Yoga-Kurs, auch wenn meines Erachtens nach auch ein anderer Yoga-Kurs es tun würde, kann ich euch den wirklich empfehlen. Das sind sehr gute Yoga-Sessions, ich mache ja selber Yoga. Es gibt einen Kurs für Männer sogar, das finde ich auch ganz interessant zu erwähnen. Dann gibt es auch einige Kurse, die euch so ein bisschen coachen und bei der Einstellung helfen. Ich fand aber sogar, dass da richtig gute Meditationen drin waren und ich habe mir immer noch vorgenommen, jetzt mal doch mal ein paar Kinderwunsch-Meditationen anzuhören, auch wenn ich nicht so der Meditiermensch bin. Vielleicht komme ich ja noch auf den Zweig. Habe ja schon verraten, Markus meditiert ja. Also auf jeden Fall, das gibt's alles. Und dann gibt es eben den Kinderwunsch-Diagnostikkurs. Der ist aber sehr klein. Und es gibt den Kinderwunsch-Klinikkurs und der hat's richtig in sich. Und den Ernährungskurs, genau. Also eigentlich gibt es 2 Kurse, abgesehen von dem Schnupperkurs, der halt sehr günstig ist und deswegen interessant ist für euch, um rauszufinden, ob ihr das vielleicht mal ausprobieren wollt mit Storchgeflüster. Dafür würde ich euch den Schnupperkurs empfehlen. Wie gesagt, mit dem Rabattcode wird der auch nochmal günstiger. Richtig, richtig, richtig gut finde ich den Ernährungskurs und den Kinderwunschklinikkurs. Wenn ihr in der Kinderwunschklinik seid, kann euch das sogar im Prinzip Geld sparen, wenn ihr den Kurs bucht, weil da so viel Informationen drin sind.
zu den ganzen Zusatzleistungen und all diesen Sachen, die einem angeboten werden. Und es hilft, wenn man ein Verständnis davon hat, was in aller Welt das eigentlich alles ist. Also insofern, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es einem Geld sparen kann, den Kurs. Aber um Geld geht es ja nicht mal nur unbedingt. Obwohl es sogar auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, es gibt auch einen Rechtskurs, wo zum Kinderwunschrecht ein Jurist erklärt, und da seht ihr wieder, wie sehr die auf Experten setzen, der euch alles erklärt zu privater Krankenversicherung, gesetzlicher Kostenerstattung, Kryokonservierung und so weiter. Die Audioqualität von dem Rechtskurs ist nicht so doll, aber die Inhalte sind gut. Also das hat ganz schön gedauert, bis ich die Infos zusammen hatte, weil im Rechtsjargon kenne ich mich ja jetzt nun mal auch nicht so sehr aus als Medizinerin. Aber der Ernährungskurs, wie gesagt, hat richtig tolle Inhalte. Auch da war ich nicht von jedem einzelnen Video hundertprozentig überzeugt, aber da waren richtig gute Informationen dazu, was ist eine gesunde Ernährung. Jetzt habe ich ja gerade auch meine Weight Watchers Review veröffentlicht. Insofern das Thema Ernährung beschäftigt mich ja sehr auch. Ich weiß darüber auch viel, aber da sind richtig Kochkurse auch drin. Also wenn ihr euch mit Ernährung noch nicht so sehr beschäftigt habt, ist das auf jeden Fall ein toller Kurs mit vielen wertvollen Inhalten. Ich finde den Kochkurs, der ist auch richtig sympathisch. Die ist so, ich glaube, sie ist Südländerin, also es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe sogar auch schon was davon nachgekocht. Also der ist auf jeden Fall sehr gut. Und am allermeisten ans Herz legen würde ich euch gerade den Kinderwunschklinikkurs. Also der hat eine riesige Latte an Videos drin zu allen möglichen wissenschaftlichen Hintergründen. Manche davon habe ich euch schon in Videos erklärt, andere noch nicht. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind sehr, 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 sehr viele, die auch sehr viele Detailvideos haben. Und da sind halt wirklich Mediziner und mehrere Reproduktionsbiologen dahinter gesessen, um diese Videos zu erstellen. Und da merkt man halt das geballtes Fachwissen, das da drin ist. Aber darüber hinaus sind da sogar auch noch Yoga- und Meditationsthemen mit drin und auch noch so ein paar zu innerer Einstellung, die ich mir jetzt wieder eher nicht so angeschaut habe. Aber das ist quasi in dem Kinderwunsch-Klinik-Kurs alles on top noch mit drin. Also deswegen bei dem, auch der ist nicht günstig, muss man sagen. Aber da sind halt richtig wertvolle Inhalte drin. Und wenn ihr über einen nachdenkt und euch in der Kinderwunsch Zeit gerade befindet oder eigentlich, also eigentlich ist er für Leute in der Kinderwunschklinik, muss man wirklich sagen. Inhalte zu Zyklus-Tracking sind zum Teil im Naturheilkundekurs übrigens. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir die Kurse jetzt angeschaut. Ich finde die Plattform toll. Ich finde die Inhalte sehr hochwertig. Und ich bin von dem Gedanken überzeugt, dass es Sinn macht, mehrere Experten drin zu haben. Weil auch wenn ich mich selber für wahnsinnig klug halte, kann ich euch nicht alles beibringen. Und da ich selber, wie gesagt, in absehbarer Zeit auch nicht einen Kurs komplett launchen werde, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch mehr zu informieren und euch mehr aktiv mit eurem Kinderwunsch auseinandersetzen wollt und vielleicht auch was machen wollt, was euch so ein bisschen hilft, mit dem Ganzen psychisch klarzukommen. Da sind auch richtig Psychotherapeuten, die da auch mit dran gearbeitet haben. Dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch Storchgeflüster anzuschauen. Und da sind tolle Inhalte drin und ich habe bisher nichts Vergleichbares gesehen. Und insofern schaut es euch einfach an. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ihr kriegt 10 Euro Rabatt mit meinem Code Babybauch. Das macht, je nachdem welchen Kurs ihr ausmacht, nicht viel aus oder beim Schnupperkurs durchaus was. Aber vor allem hoffe ich, dass es für euch interessant ist, weil ich ja gesehen habe, dass wenn ich gefragt habe, wer kennt das schon, die allermeisten von euch das gar nicht kannten und jetzt wisst ihr, dass es es gibt und dass ihr es euch anschauen könnt und diese Entscheidung für euch treffen. Mann, Mädels, also zurzeit ändert sich in meinem Leben alles in einer krassen Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt noch schwanger werde, dann ist alles anders. Aber daran arbeite ich ja gerade noch. Also seitdem ich dieses Video aufgezeichnet habe, was nur wenige Tage her ist, ist alles Schlag auf Schlag gekommen und ich, wie sage ich das jetzt? Ich verlasse meinen jetzigen Job. Ich gebe heute Nachmittag bereits meinen Laptop ab. Das geht jetzt alles ganz knipp und klar, schnell. Was da der Hintergrund ist, erzähle ich euch demnächst. Ihr habt ja schon ein bisschen mitbekommen, dass ich zurzeit nicht sehr glücklich war und dass es mich auch sehr mitgenommen und belastet hat. Und das ist jetzt vorbei. Mein normaler Dayjob endet heute quasi. Und in den letzten Tagen habe ich mich auch mit der Julia nochmal verständigt. Und
ich werde jetzt mehr Zeit investieren und selber auch Kursinhalte mit für Storchgeflüster erstellen. Ich werde in verschiedenen Kursen Inhalte machen und auch eventuell noch einen komplett eigenen entwickeln. Das ist alles gerade noch in der Abstimmung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber ich werde jetzt tatsächlich auch offizielle Storchgeflüster-Expertin. Und ja, ihr habt ja gesehen, ich bin sehr überzeugt gewesen und wollte euch eigentlich jetzt noch sagen, ich gucke mir das mal an. Wie fändet denn ihr das, wenn ich da mitmache? Aber ich habe die Entscheidung jetzt einfach getroffen. Bin sehr überzeugt und ich bin auch total geehrt, Teil dieses tollen Netzwerks sein zu dürfen. Und ich bin ab jetzt eine Storchgeflüster-Expertin und bald findet ihr dann auch Kursinhalte von mir auf der Plattform. So, und damit verabschiede ich mich für heute raus. Bei mir ist ja jetzt, ihr seht ja immer meine Videos ein paar Tage später, damit ich zumindest mal durchatmen kann, wenn ich selber in der Kivu bin. Also heute ist bei mir Donnerstag, ihr werdet es am Sonntag sehen. Morgen ist meine Eizellentnahme und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt genau die richtigen Schritte in meinem Leben gemacht. Ist noch ein bisschen scary. Aber ich werde mich jetzt voll meinem Kinderwunsch widmen und auch den ganzen Themen. Ihr werdet deswegen auch, vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, die letzten Tage war mehr von mir auf Social Media unterwegs, weil ich mir auch schon gesagt habe, irgendwo muss ich meinem Herz folgen und irgendwie alle Dinge, die so zusammengekommen sind, haben mir gesagt, das eine tut mir nicht gut und zwar in meinem eigenen Kinderwunsch nicht. Und das andere, das, was ich jetzt, dass ich mich komplett dem widmen kann, ist, glaube ich, genau das, was ich jetzt auch für mich persönlich selber brauche. So, und die Hintergründe kriegt ihr dann alles mit der Zeit. Aber jetzt erstmal noch diese Info. Ich bin dabei und ich empfehle euch weiter. Schaut euch das an. Das ist wirklich eine richtig coole Plattform. Und ja, sonst würde ich auch nicht mitmachen, ne? Und jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen ganz tollen Start in die nächste Woche. Und ich halte euch immer auf dem Laufenden. Ich habe euch lieb, Mädels. Macht's gut. Mwah.